Ja, Mette, Leute, und ein herzliches Willkommen zurück auf dem Hauptkanal. Wir schauen uns weiter das Verhör an. Wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte, starten bei Minute 51. Und ja, für Leute, die die ersten beiden Parts nicht gesehen haben, erster Part, also die ersten 20 Minuten ungefähr, war nur ein bisschen Kennenlernen, nichts Interessantes. Ja, und die zwei und die halbe Stunde danach, wo wir im letzten Part aufgehört haben, ja, Lügenfeuerwerk. Mehr sage ich dazu nicht. Deswegen würde ich sagen, wir starten jetzt hier rein. Ich glaube, Rainer erzählt immer noch von seiner ausgedachten Festivalgeschichte. Schaut es euch bitte einfach selbst an. Ich will es hier nicht wiederholen. Das ist... Wir machen weiter. Partner, da haben wir einen Freifahrtschein. Was ist mit deinem YouTube-Kanal? Die Sperre wird hoffentlich bald aufgehoben. Stimmt, du warst früher mal bei YouTube. Da klingelt ja, was. Ja, ich bin eigentlich YouTuber. Damit habe ich angefangen. Ja, das hat ja alles da angefangen, aber ich genau. Ich krieg meinen Account nicht. Aber ich krieg meinen Account nicht wieder. Ich müsste das eigentlich einklagen, aber ich krieg das nicht hin, weil ich krieg keinen Anwalt her. Okay. Das ist ja, ich würde nicht sagen per Gerücht, aber ich persönlich würde sagen, dass Hate8 Drachenlord langsam aber sicher unterstützt. Ich meine, sie haben schon gesagt, dass sie ihr Drachenlord-Statement von vor 2 Jahren ungefähr zurückziehen, vor einem Jahr. Und ich denke mal, dass Rainer von denen finanzielle Hilfe bekommt, um halt gegen solche Sachen vorgehen zu können. Aber ich denke mal, eher es wird daran liegen, dass Rainer ja sehr faul ist. Warum bekommst du keinen Anwalt? Wieso? Ich hole mir gerade mal ein Monster aus. Die trauen sich nicht wegen den Eltern. Okay. Hab ich jetzt das. Oh nee. Nee. Oh. Kennst du. Trinkst du Monster? Ich hab's vergessen, den Kühlschrank zu legen. Ich mach das kurz ins Eisfach, warte. Jo, aber nicht vergessen, sonst platzt sie. Also. Alexa, erinnere mich in 10 Minuten, dass ich das Monster aus dem Kühlschrank nehme. Okay, nicht. Ah, reagiert nicht. Nee, werde ich nicht vergessen, denke ich. Also, ich finde das voll heftig. Die geben ziemlich viel Energie. Wenn man einen harten Arbeitstag hat, dann. Ja, ich habe hab früher viel Monster getrunken, aber ich versuche im Moment ein bisschen gesünder zu leben. Es liegt nicht daran, dass er gesünder leben möchte, sondern einfach, weil er diese Amazon-Wunschliste nicht mehr hat. Vielleicht erinnern sich einige Leute von euch noch daran. So, boah, war das? Gegen Ende der Schanzenzeit, so 2018 bis 2020 oder so, da fanden es einige Leute, ich verstehe es bis heute nicht, keine Ahnung, sehr witzig zu sagen, boah, wir machen den richtig fett und schicken dem Süßigkeiten, Monster und so weiter. Und da hat er mal so eine, ja, der ist beim Vlog durch seine Wohnung gelaufen und war dann in seiner Waschküche oder so. Und da waren wirklich Paletten voll mit Monster. Wirklich palettenvoll. Also Notebook gerade, ne? Ich nehme hier auf und plötzlich, ich bin gerade hier im Dunkeln gewesen, nur halt vom Monitor angeschienen, seilt sich, wie heißen die Hausspinnen? Weberknecht oder so? So ein Weberknecht einfach direkt neben mir runter. Ich habe mich so erschrocken, ne? Ich meine, ist mal ganz chillig, wenn du einen in deinem Zimmer hast, weil ja, ne, wenn eine Fliege reinkommt oder so, die leben da meistens nicht lange. Digga, ich mich erschrocken. Plötzlich hängt das Ding neben meiner Fresse. Nur vom Monitor angeleuchtet. Boah. Ja, da habe ich mich kurz erschrocken. Na gut, wir machen weiter. Okay. Was war deine Lieblingssorte? Ist nicht wahr, ist sie immer noch. Monster Assault, aber... Warte, hat gerade jemand gefragt, was sein Lieblingspunkt ist und ist nicht gebannt? Oh. Als würde Rainer sich nach dieser sozialen Interaktion so ein bisschen selbst sehen, oder? Nicht die neue Version vom Assault, sondern die alte Version. Okay, das ist nicht das Schwarz-Grüne, oder? Ne? Schwarz-Rot. Okay. Ich habe so ein goldenes Monster Schwarz-Rot. Energy Ultra Gold. Das schmeckt nach Ananas. Ja, das Assault, das ist eigentlich, das hat eigentlich immer nach Cola geschmeckt. Okay. Aber das hat sich jetzt geändert. Ich weiß nicht, warum die das Rezept geändert haben. Jetzt schmeckt es nicht mehr nach Cola, aber ich weiß auch nicht. Ja. Wie viel wiegt Rainer? Wie groß ist er? 180 Kilo, 1,90 groß.
Ja, ich denke mal, Rainer wird selbst gleich richtig stellen, aber die Größe ist nicht ganz richtig und das Gewicht, ja, da kannst du, glaube ich, gute 10, 15% nochmal drauflegen. So. Momentan wiege ich 186, Okay, ja. aber ja, so in etwa. Also Also. im Moment versuche ich jetzt abzunehmen. Ich will jetzt schauen, dass ich dieses Jahr auf 150 Kilo runterkomme am Ende vom Jahr. Mal gucken, ob ich das schaffe. Was ist Cold Me, das ist. Wäre ein gutes Ziel, aber wir kennen Rainer, ne? Wir kennen ihn leider. Hätte er mit Karl weiter zusammengearbeitet und die ihn wirklich abnehmen lassen, diesen Boxkampf oder was auch immer die da mit ihm verorten, hätte er es vielleicht geschafft, Ende dieses Jahres auf 150 Kilo runterzukommen, aber es ist Rainer. Weil er wieder mehr Geld hat, wird wieder das gute Zeug bestellt. Und wir haben ja anhand dieser Einkaufsliste oder dieser Bestellliste gesehen, ja, Rainer pfeift sich da in der Woche irgendwie, oder kein Plan für wie lange das war. Irgendwie, was war das? Ich glaube, 27.000 Kalorien oder so. Mit so Kuchen, die Ofenmakaroni natürlich und so weiter. Also nicht gerade das, was man isst, um abzunehmen. Das Bruder von der alten Saga. Sage über König Midas, bei dem alles zu Gold wurde, was er anfasste. Diese wurde ihm zum Verhängnis. Im Zusammenhang mit Drache bedeutet das, dass seine Supporter mit negativen, da haben wir ja schon drüber gesprochen, ja. Dass die Leute dann die Leute angehen, die dich angreifen. Genau. Warum darf man nicht Mulle? Was ist denn eine Mulle? Das ist ein abwertender Begriff für Mulle Frauen, okay, ja. ist genau. Wie ist deine politische Einstellung, Rainer? Ist eher. Okay, ich dachte, jetzt kommt wieder dieser Monolog mit, ja, die Hater, die sind so frauenfeindlich, bla 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 bla. Aber eigentlich kommt dieser Begriff ja von, das heißt von Rainer selbst, aber ich finde es halt immer witzig, wenn dieses Thema aufkommt und Rainer sich so ein bisschen echauffiert darüber, dass er eigentlich immer der ist, der, glaube ich, den Frauen in seiner Umgebung oder wenn mal eine Frau in den Discord kommt oder so, immer am unangenehmsten ist, weil Rainer, ja, er lenkt das Thema dann sehr gerne auf Sex, auch dann mit der Person dann direkt. Und ist auch nicht selten vorgekommen, dass ja, wenn eine Frau gespottet wurde in dem Raum, wo er nicht war, dann wurde die auch mal ganz schnell zu ihm hochgezogen und ja, hat eine Privataudienz bekommen, um es jugendfrei zu halten. Unpolitisch und geht auch nicht wählen. Du gehst nicht wählen? Ich gehe nicht wählen, nein. Okay. Ich sehe keinen Sinn drin. Ja, vielleicht, dass man halt. Ja, also Nee, macht für mich meine sowas Oma hat keinen immer Sinn. gesagt, wenn man nicht wählen geht, dann gibt man dem Falschen die Stimme. Mein Vater hat immer gesagt, es ist sowieso egal, wen du wählst, weil die machen sowieso alle, was du willst. Was sie wollen. Da ist was dran, also sobald sie dann an der Macht sind, ne? Bei seiner Macht sind, interessiert es keinen mehr, wenn du gewählt hast. Die machen sowieso alle, was sie wollen und versprechen, was sie wollen, aber es passiert sowieso nichts. Er spricht sich aber entschieden gegen rechtes Gedankengut aus. Na, dann könntest du ja links wählen eigentlich. Ne? Und wohnt jetzt bei einem bekannten Nazi. So spielt das Leben, ne? So spielt das Leben. Wenn du. Ich wähle weder links noch rechts, weil das, wie gesagt, beides kein. Das macht in meinen Augen keinen Sinn. Kein Es Sinn, ist ja. allgemein. Rechts und links. Grün und blau, violett, blaue Flecken, schwarze Haare, schwarze Augen, schwarzes Gesicht. Interessiert mich nicht. Jeder Mensch ist Mensch, Punkt. Ja, klar. Ich bin zwar stolz auf meine italienischen Wurzeln, aber es gibt in meinen Augen auch keinen Italiener. Es gibt auch keinen Deutschen, es gibt auch keinen Österreicher. Wir sind alles Menschen. Gibt es in meinen Augen keinen Unterschied. So. Es stimmt schon, dass man heißblütiger ist, dass man auch gewisse. Also ich bin ja selbst nie groß in Italien gewesen. Ich habe Italien mal besucht, aber jetzt nicht irgendwie, war jetzt aber dann nie irgendwie groß unterwegs. Ich habe auch nicht so, ich habe auch ein paar Freunde aus dem Italienischen, aber ich bin halt mit der Kultur selber so kaum in Berührung gekommen. Die meiste Kultur, die ich in Berührung gekommen bin, ist ja die Japanische. japanische Kultur. Und da sind die Menschen ja nochmal Ich anders. wusste es. Und für mich ist es aber so, ich habe. Egal, was ich gemacht habe, ich habe immer gemerkt, dass ich halt von meinem Charakter, von meiner mentalen Einstellung einfach ein bisschen mehr in dieses Italienische gehe. So. Auch was meine Heißblütigkeit angeht. Das ist einfach irgendwie Teil meiner genetischen, also das ist halt wohl wirklich irgendwie im genetischen Code mit verarbeitet. Das gebe ich schon zu. Aber deswegen bin ich trotzdem ein ganz normaler Mensch in meinen Augen. Ja, absolut. Und Ich meine, ich weiß, was er meint, aber zu sagen, dass es in seinem genetischen Code ist, das würde dann wieder implizieren, dass es dann doch Rassen gibt. Ah ja, Rainer, okay.
Da gibt es auch keinen Unterschied für mich, wo jemand herkommt oder wie jemand ist oder wie jemand denkt. Mich interessiert es nicht, ob er schwarz, weiß, grün ist, ob er einen großen Schwanz hat, kleine Schwanz, große Titten, kleine Titten, kleinen Arsch, großen Arsch. Das meine ich so, ne? Er stellt einfach Sachen auf, sagen wir mal, mit der Intention, einer richtigen Intention so rum, aber dann beim zweiten Wort schon, ihr müsst ja, wie sage ich das ein bisschen, wenn ihr Sachen aufzählt, ne? Das ist ja alles sehr spontan. Und ihr sagt dann das, was das Hirn zuerst ausspuckt. Und bei Rainer ist dieses Sexuelle so tief verankert, dass er unterbewusst einfach auf die Schnelle drei von vier solche Begriffe raushaut. Ja. Arsch ist mir völlig furzegal, ob er einen Titten und Schwanz hat oder ob er Eier und oder eine Muschi und keine Titten hat, das interessiert mich alles nicht. Kann jeder Mensch so rumlaufen, wie er möchte. Absolut, solange keine anderen Leute schadet. Also Mitleid ich macht muss genau. dazu sagen, ich lebe in der Schweiz und ja, hier ist die SVP die stärkste Kraft und ich finde es schon, also wenn man hier zu Gast ist und sich dann nicht angemessen verhält und Straftaten begeht, dann finde ich das auch absolut okay, dass man diese Leute dann in ihre Heimat zurücksendet. Also ganz ehrlich, also wenn man Straftaten begeht, dann habe ich da auch kein, also so denken fast alle Schweizer. Aber gut, Deutschland ist da natürlich ein bisschen vorbelastet aufgrund der Historie und der Geschichte. Da, Ja, und das ist zum Beispiel auch so eine Sache, das finde ich auch ungerecht. Ja, es gibt genug Leute, die Scheiße gebaut haben, aber ich finde eigentlich nicht, dass man ein ganzes Land dafür verurteilen sollte. Das trifft auch nicht nur auf Deutschland zu, sondern es trifft auch auf Russland zu, das, was die jetzt abziehen, das trifft auch auf den Islam zu, was die früher abgezogen haben und so weiter. In meinen Augen sollte man nicht ein ganzes Volk dafür verantwortlich machen, was ein paar wenige spaßlos machen. Ja, das ist. da muss man rein, auch wenn es ein bisschen komisch anhört, echt zustimmen. Ich meine, wenn man so, ja, wie sage ich das ein bisschen, ohne dass es falsch rüberkommt, wenn man mit, ja, weniger bemittelten Nicht-Deutschen in einen verbalen Konflikt gerät, sage ich einfach mal, dann wird sehr oft das Argument gebracht, ja, vor 80 Jahren, da, das und das gemacht, ne? Klar, das, was da passiert ist, brauche ich nicht erklären, dass das absolut scheiße war. Ich glaube, dafür findet man gar kein richtiges Wort. Aber wenn man einfach mal die Historie durchspielt, da kann man jedes Volk oder Land, nennt es wie ihr wollt, was mal ja groß war, was mal ein wirkliches Reich war, was wirklich ein Imperium war, wenn ihr das so nennen wollt, da findest du immer wirklich Zeitabschnitte, die teilweise auch über Jahre gingen, also nicht nur, also über Jahrzehnte gingen und nicht nur über ein paar Jahre, wo die wirklich auch Völkermord betrieben haben und so weiter, ne? Aber das sind dann wiederum keine Argumente dagegen. Also, da muss man rein dazu stimmen, so jedes Volk hat mal irgendwas gemacht. Und deswegen sollte man nicht sagen, boah, nee, du bist Moslem, das Osmanische Reich hat mal vor 400 Jahren das gemacht, du bist heute immer noch dafür verantwortlich. Das macht ja auch keiner, auch wenn es bei der deutschen Historie 80 Jahre her ist und nicht hunderte Jahre. Aber ja, in Deutschland ist das so, ne? Wenn man da irgendwie mal etwas sagt, irgendwie, dann ist man gleich ein Nazi oder so. Also das ist bei euch also sehr extrem. Aber Das ist nicht gut. nur in Deutschland so, das ist auch in den USA ist das auch so. Und in den USA wird sicher immer darüber lustig gemacht in Filmen und so, nur weil ich ein Schwarzer bin. Aber in den USA ist es teilweise wirklich so. Ich habe einen Kumpel, der kommt aus den USA. Rainer, hast du nicht? Ich hab einen Kumpel, der kommt aus den USA. Rainer, hast du nicht? Du hast nicht mal einen Freund, der aus Deutschland kommt. Es ist so krass, wie so ein Schweizer Taschenkumpel, ne? Also wirklich, ne? Falls ihr die Scary-Memes kennt mit Illusion 100, aber bei Rainer ist es einfach Schweizer Taschenkumpel 100. So, es ist einfach in jeder Situation gefühlt, in jedem Gespräch gibt es so einen Moment, wo Rainer sich denkt, boah, jetzt muss ich mein Argument untermauern. Aber wenn ich selbst sage, dass ich das und das kann, dann merkt man ja, dass ich gar nicht die Eigenschaft habe, zum Beispiel wie jetzt. Er kommt ja nicht aus den USA. Und da kann man mich auch nicht hinterfragen, weil es ist ja mein Kumpel und nicht ich. Ja, jetzt muss ich wieder einen Schweizer Taschenkumpel wieder rauskramen. Es ist wirklich unfassbar. Es ist wirklich einfach unfassbar.
Der hat gesagt, der hat schon öfter mitbekommen, dass Polizei einfach einen Schwarzen einfach so random angehalten haben, weil die ein halbwegs vernünftiges Auto gefahren haben, immer in der Vermutung, dass die das Auto geklaut haben. Ja, Weil ein klar. Schwarzer ja kein vernünftiges Auto fährt oder so ähnlich, weil er keine Kohle hat. Dabei war das eigentlich ein Banker. Der Typ hat wahrscheinlich 10-mal so viel verdient, hat mein Kollege gesagt. Der hat wahrscheinlich schon 10-mal. Ja, meine ich, ne? Hat mein Kollege gesagt, also, falls du zurückgefahren hast, falls ich irgendwie gelogen habe jetzt, es war ja mein Kumpel und nicht ich. Kann ja sein, dass ich das falsch aufgefangen habe oder mein Kollege hat gelogen. Kann natürlich auch sein. Aber ja, was er sagt, stimmt wieder, ne? Ich kann es auch nicht nachvollziehen. So, wieso sollte man jemanden, der eine andere Hautfarbe hat, so diskriminieren? Ich verstehe es ja nicht, ne? Keine Ahnung. Mal so viel verdient, wie der Bulle in einem Jahr verdient, nur in einem Monat. Aber man interessiert da halt einfach keinen. Das ist halt, du wirst da einfach rausgezogen. Und in anderen Ländern ist es ähnlich. So zum Beispiel die ganzen Islamisten und so weiter, die werden ja auch alle angegriffen, oft genug, weil es ja diese, wie heißt das, dieses, wenn sie immer jedes Schreie machen, das Hallo Akbar oder wie das heißt. Dafür werden alle Islamisten irgendwie angekleidet, weil die im Islam angehören, obwohl die eigentlich gar nichts dafür können, weil ein paar Vollidioten was gemacht haben. Das gleiche. Also meint Rainer jetzt nur, weil die islamischen Terroristen sagen Allahu Akbar, wenn die irgendwas in die Luft sprengen oder so, keine Ahnung. Das ist ja Quatsch. Ich meine, Allahu Akbar heißt einfach nur, Gott ist groß, also Allah ist groß. So. Das ist nicht irgendwie so ein Kampfschrei oder so, der sagt, tötet alle Ungläubigen oder sowas. Das Gleiche gilt aber nicht nur für den Islam, das gilt auch für die Christen, das gilt für alle eigentlich. Ja, klar. So, letzte Man muss sich Frage. einfach. Ich bin bei der letzten Frage angekommen. Wow. Warum hörst du nicht Wow. einfach auf mit dem Internet und führst ein ruhiges Leben mit regulärer Arbeit? Zum einen würden wir ein fester Wohnsitz schnell bekannt werden. Ja, das stimmt. Da bin ich jetzt sehr gespannt, ob er darauf eingeht. Ich meine, er lebt ja jetzt seit 3 Wochen, sage ich mal, aus dem Internet zurückgezogen. Mehr oder weniger. Aber ich denke mal, in seinem Kopf heißt es für ihn, jo, ne, ab jetzt darf mich keiner mehr haten, weil ich bin ja raus. Schauen wir mal, was er jetzt darauf antwortet. Bin sehr gespannt. Stimmt allerdings, ja, das ist natürlich blöd. Das stelle ich mir auch Das war echt, bis jetzt das stelle ich mir. anders. Das war bis jetzt anders. Jetzt scheint es aber in der Situation zu sein, dass es funktioniert, weil jetzt momentan die Hater einfach immer ruhiger werden Ja. und immer mehr Macht einbüßen. Und die wenige Macht, die sie noch haben, die richten sie momentan aufeinander. Zum Beispiel auf Ofenkäse gehen sie momentan los wie Sau. Der heilige Und ja, Ofenkäse, eigentlich meinst halt du? so. Den findet man sofort, wenn man dich Ja. sucht. Wenn man dich sucht, findet man den immer überall. Aber das sind so viele Videos, da habe ich gar keine Zeit, mir das anzuschauen. Also da hört es dann auch auf, dass ich mich dann noch mit den Hatern beschäftige. Ja. Aber krass, Ja, aber die ja. Sache ist die, dass die Sache ist aber die, jetzt gerade aktuell gehen sie sehr auf den los, Auf den weil ihnen Ofenkäse? bestimmte Sachen, ja, weil Okay. die bestimmte Sachen, die er aktuell sagt, nicht mögen. Und jetzt attackieren sie gerade den ziemlich viel. Was macht, also was macht, also ich, Und ganz sorry für die ich habe auch Zwischenfrage. keine Ahnung. Ach so, okay. Ich habe auch Ja. keine Ahnung. Ich habe gehofft, Rainer erklärt sie. Also, ich bin zurzeit wirklich so, eigentlich seit dem 1.4. oder sagen wir mal seit Ende März ungefähr, bin ich wirklich auch raus. Ne? Ich schaue eigentlich gar keine Hater-Videos mehr. Ich habe ja vorher immer mal hier und da mal was geschaut. Einfach vielleicht auch, um selbst was aufzuschnappen, um es halt an euch weiterzugeben. Aber seit, sagen wir mal, einem Monat, ne? Ist ein bisschen weniger, aber sagen wir mal, ungefähr einen Monat bin ich wirklich eigentlich raus. So aktiv im Game drin zu sein. Aber ich habe jetzt nicht wirklich vernommen, dass der Hate größer ist gegen Ofenkäse, als er vorher war. Klar, ne? Viele haben ihn kritisiert, weil er halt am meisten Geld damit verdient. Ne? Der Größte wird immer am meisten kritisiert, ist ja klar, ne? Ist halt das liegt halt in der Natur der Dinge. Aber dass es jetzt unbedingt mehr wird und nur weil Rainer jetzt nicht mehr so viel macht, dass jetzt alle auf sich aufeinander losgehen, das ist ja vollkommener Quatsch. Na klar, es gibt immer mal wieder so ein paar Reibereien zwischen Hatern, aber nur weil man ein Hater ist, nur weil man zusammen denkt, jo, Rainer ist scheiße, heißt es ja nicht, dass man sich nicht gegenseitig kritisieren darf. Und auch gegenseitig auch Beef haben kann, ohne dass man sagt, boah, die Hater, die haben aber in ihrer Kraft eingebüßt. Das finde ich Quatsch. Die sind alles, die meisten, sagen wir mal, also ich denke mal, alle Content Creator zumindest, sind alles erwachsene Menschen. Und ja, und jeder kommt damit klar, kritisiert zu werden, ohne dass man da jetzt ein großes Fass draus macht. Was die nicht mögen. Nee, was war Das ist allgemein einfach. also er ist ein Hater, also er gehört zu den Hatern, würdest du das so, also Er gehört nicht nur zu den Hatern, er ist einer von denen, der am meisten Kohle damit verdient.
Ach, der macht Geld damit, okay. Ich würde sagen, am meisten. Ich glaube, auf das Pferd würden, glaube ich, alle setzen bei der Frage. Okay. Na klar, machen 90% aller Hater. Krass, okay. Nee, wusste ich nicht. Ich kenne mich, wie gesagt, ich stecke da nicht so sehr in der Materie drin, aber wie? Okay, ja. Also durch Werbung meinst du, oder wie? Durch Werbeeinblendung, oder wie? Ja, aber wenn er Videos macht auf TikTok oder sowas, oder auf YouTube oder was, dann verdient er klar damit Geld. So wie jeder andere YouTuber und Streamer halt auch. Okay. Ich finde, man hört in Rainers Stimme so ein bisschen, dass er sauer wird, wenn er das erzählt. Wenn er das erzählt und es in seinem Kopf wieder aufleuchtet mit, boah, die verdienen Geld auf den Plattformen, wo ich gerne wäre, boah, das nervt mich voll, bababa. Man hört es an seiner Stimme sehr gut. Du hast ja dann wahrscheinlich früher auch richtig gut Geld verdient, ne? Weil du hast ja so viele Follower, da hast du bestimmt ordentlich abgesahnt. Mir ist es leider sehr stark nicht funktioniert, weil ich keine Sponsoraufträge und so machen konnte, weil ich aufgrund der Hater das Problem hatte, dass ich halt keine Sponsoraufträge gekriegt habe. Hätte ich Sponsoraufträge gekriegt oder machen können, dann hätte ich wahrscheinlich pro Monat zwischen 5 und 50.000 verdient. Rainer, jetzt übertreibt man nicht, ne? Ich meine, Rainer war zur Zeit nicht klein. Sagen wir mal einfach, nehmen wir mal seine Reichweite ohne Hater, einfach jetzt nur von seinem Kanal. Hat er 200.000, ist wirklich nicht schlecht. Mit 200.000 Abonnenten, davon lebst du wirklich gut. Verstehe mich nicht falsch. Und er wird auch in seinen besten Monaten, wo er wirklich diese Vlogs täglich hochgeladen hatte und so weiter, und wo man ja auch nicht wirklich die Chance hatte, es sich anderswo anzuschauen, weil die Option war einfach auf Odyssey oder so hochzuladen, was sich keiner angeschaut hat. Und wenn du es gereuploadet hast, konnte Rainer sofort striken, weil er war halt auf YouTube auch. Und dann ist es sehr, sehr einfach. Also zu der Zeit würde ich schätzen, wenn ich das einfach mal mit meinen Sachen hochrechne, die ich hatte, wird er da gute 5.000, 6.000 Euro verdient haben, brutto. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich kann mir schlecht vorstellen, dass er dann weitere 40.000 mit Sponsorenaufträgen bekommen hätte. Höchstwahrscheinlich nicht. Aber gut gelebt, davon hätte er auf jeden Fall. Und du hast trotz seiner großen Reichweite gar keine Möglichkeit, für irgendetwas, irgendein Produkt vielleicht Werbung zu machen? Vielleicht noch ganz schnell, bevor Rainer die Frage beantwortet. Ich meine, Rainer hat ja mal ein Placement gemacht, oder? Für Huawei, ne? Die Handymarke. Ja, das Video war leider nach einem Tag wieder offline und man hat nie mehr davon was gehört. Als wäre dieses Video fake gewesen und er hat sich einfach selbst gekauft. Möglichkeiten hätte ich das schon. Ich habe bloß keinen, der dafür bezahlt. Ja, das meinte ich ja. Also nein. Okay. Und das Ding ist, wenn Rainer sich wirklich dranhängen würde und wirklich aktiv auf YouTube wäre oder so, ich meine, es gibt ja auch zwielichtige Angebote, die Rainer auf jeden Fall angenommen hätte. Auf jeden Fall. Ich meine, du kriegst schon sehr früh, sage ich einfach mal, ohne jetzt hier zu viel sagen zu wollen, sehr früh sehr zwielichtige Angebote. Natürlich, die bezahlen alle gut, aber es sind da so Sachen wie Glücksspielseiten oder irgendwelche, wie heißt es? Ach, Digga, Bitcoin und so weiter. Wie heißt es? Kryptowährungs-Wallet-Seiten oder irgendwelche Leute, die sagen, ey, wir kaufen zusammen das und dann machen wir geteilt, bla bla bla. Sowas zu bewerben, das kriegst du wirklich sehr früh und die zahlen auch wirklich sehr gut. Es sind wirklich vierstellige Beträge. Also wenn Rainer wollen würde, würde er auch welche kriegen. Und ich glaube nicht, dass Rainer sagen würde, nee, also mein Zuschauer ein Glücksspiel oder Kryptowährung andrehen, das möchte ich nicht, nee. Das glaube ich nicht, dass er so einer ist. Ich krieg halt keine Aufträge, beziehungsweise es macht halt keine Aufträge bei mir. Oder bietet mir einen Auftrag an, der sagt, hey, pass auf, ich gebe dir 10.000 Euro, dafür wirbst du jetzt 2 Monate lang für mein Produkt. Mhm. Völlig surreal, ne? 5.000 Euro im Monat zu kriegen, da muss Rainer schon eine Null an seiner Reichweite, am Peak seiner Reichweite dranhängen müssen. Kriege ich halt einfach nicht, weil diese Leute von Hatern, sobald ich so das erste Video veröffentliche, das hat schon mal funktioniert, dass ich das mal gekriegt habe, aber sobald das erste Video raus war, haben die gesagt, tu uns den Gefallen und lass es bitte. Und mach doch nichts, wir geben dir das trotzdem, aber möchten mit dir nichts mehr zu tun haben, bitte lass es in Zukunft über uns zu reden. Ja, heftig. Okay, er müsste also von Bürgergeld leben, was er niemals möchte, außer mag er seine Arbeit als Influencer möchte, als Fernzuschauer weiterkonnte. Ja, das ist ja auch schlecht gealtert, ne? Rainer lebt ja aktuell von Bürgergeld,
höchstwahrscheinlich. Mal schauen, was er sagt. Bieten. Ja, machst du jetzt ja auch hier so halt. Wahrscheinlich hast du so weniger Hate, indem du einfach eine Eintrittsgebühr, wie man bei Netflix zahlt man ja auch 15 Euro im Monat. So kannst du halt die Leute filtern ein bisschen, ne? Also. Definitiv, ja. Das Problem ist, ich bräuchte dafür, ich habe das schon letztes Jahr überlegt und auch schon vor 2 Jahren überlegt und auch schon vor 3 Jahren überlegt. Eigentlich würde ich sowas gerne richtig machen, aber das Problem ist, ich bräuchte dafür eine vernünftige Webseite, über die ich streamen könnte, dass ich eine eigene Webseite und Plattform habe. Das wäre doch eine Idee. Wenn ich das machen kann, dann könnte ich das nämlich in Ruhe machen. Das Problem ist aber, dafür brauchst du erst einmal an Ole und alles Mögliche an Zeug. So einfach ist das also nicht. Kannst du da fantasiert Rainer gerade wirklich davon, dass er denkt, dass er, wenn er auf einer eigenen Seite streamen würde, was aber erstmal ziemlich teuer ist, so eine Seite zu haben, wo du wirklich streamst, weil ich meine, so Streaming-Server und so weiter sind ziemlich teuer. Deswegen glaube ich nicht, dass es sich für Rainer lohnt. Ich glaube, der würde daraus, glaube ich, keinen Plus machen. Aber dass wirklich Leute da drauf kommen und sagen, ey, ne, ich kenne Rainer Streams zwar nicht, aber ich zahle 10 Euro im Monat. Okay. Zu umsetzen. Okay. Naja, gut, ja, also du meinst eine Website mit einer Bezahlsperre davor sozusagen und das dann gut, aber ich meine, Discord ist doch auch in Ordnung. Oder wo siehst du da den signifikanten Unterschied? Wenn die Qualität funktioniert, ja, aber das Problem ist halt, Discord hast du oft Qualitätsprobleme und das Problem ist bei Discord außerdem, wenn ich über Discord streame, dann musst du dir grundsätzlich, wenn du vernünftige Qualität haben willst, wahrscheinlich sogar noch Nitro holen. Okay. Dass du besser zugucken kannst. Dass du bessere Qualität hast, sonst hast du wahrscheinlich in der die ganze Zeit Kisselbild und alles. Verstehe. Ja, gut. Schau mal, was fertig. Oh, jetzt sind wir die Fragen alle durch, super. Kommen wir mal rein. Hallo Jungs. Wer ist das denn? Na, hallo. Machen wir es einfach, machen wir es mal wie in den ganz guten Serien. Nehmen wir das jetzt Cliffhanger, weil das ist. Ich habe keine Ahnung. Erstmal Timestep, 1 Stunde 85 Sekunden, wenn ihr es selbst herausfinden wollt. Wenn nicht, machen wir es im nächsten Part. Hätte ich vielleicht am Anfang sagen sollen, aber es kam öfters die Frage, auch über Discord, ja, warum ich das nicht als ein Ding hochlade. Ne? Normalerweise, ne, diese 2 Stunden hätte ich wahrscheinlich in 2 Teile geteilt und fertig ist. Aber wenn man auf YouTube nichts hochlädt, dann zerstört dich dieser Algorithmus komplett. Er bricht dir jeden Knochen, im übertragenen Sinne gesagt. Und auf diesem Kanal kommen ja eigentlich nur Sachen, die neu sind. Ich meine, ich habe ja den 2. Kanal, wo halt das Retro-Zeugs läuft. Da ist es kein Problem, Content zu finden. Aber auf dem Kanal ist es halt wirklich schwierig, regelmäßig hochladen zu können. Ich meine, klar, es gibt hier und da immer wieder so eine kleine Nachricht. Da könnte ich ein Minutenvideo raushauen oder 2 Minuten, aber wem hilft das? Das würde ich gerne so lange vermeiden, wie es geht. Und deswegen habe ich mir da kommen, ne, teile ich den Bums hier ein paar Teile. Das reicht dann für ein bisschen, in der Hoffnung einfach, dass Rainer, weiß nicht, dass irgendwas passiert, worüber man halt reden könnte. Denn wenn der Kanal stirbt, es würde sehr wehtun. Ich meine, es ist nur ein Kanal im Internet so, ne? Braucht man jetzt nicht hier ein Vormachen, dass es irgendwas mega krasses ist, aber ich bin da schon sehr stolz drauf und wäre sehr, ja, traurig, sage ich einfach mal, wenn der Kanal einfach stirbt. Ja. So viel dazu. Ich hoffe, einige von euch können es verstehen. Wenn ihr es nicht verstehen wollt, ist okay. Muss sich jeder meiner Meinung sein, natürlich. Und ja, dann hören wir uns beim nächsten Video, wenn wir uns mal angucken, wer diese ominöse Person ist, die gerade gejoint ist. Die muss auch den 30-Euro-Rang haben. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Part. Haut rein.